Minuten schnell. Und dann geht's ja mal 0 auf 100. Das kannst du keinem erzählen. Und darf man die auch einmal kurz einen Begrenzer jagen? Ja, klar. Ja, okay. Ich kann ganz gut Begrenzer jagen. Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute fahre ich hier mal diese wunderschöne Yamaha YZFR 125. Und ja, das ist das Motorrad von ihm. Der war auch schon beim Weihnachts-Whiteout dabei. Vielleicht kennt der eine oder andere den ja noch. Und ja, die Karre werde ich heute mal Probe fahren. Bin mal gespannt. Ich bin noch nie eine Supersportler gefahren. Und die YZFR 125 ist ja auch sehr beliebt, sag ich mal. Und ich wurde auch schon oft in den Videos gefragt, ob ich die mal fahren kann. Und voilà, da ist sie. Genau. Welches Baujahr ist die eigentlich? Steht da? 15. Ach so. Ja, Euro 3, okay, hat meine auch. Auch an sich auch. Geht auch gut ab. Hat hier ein ABS? Ja, klar. Der Kaufgrund, warum ich sie überhaupt gekauft hatte, ich wollte unbedingt ABS haben. Ja. Aufgrund der Sicherheit, ich habe mich nämlich schon mal ohne gelegt. Ach so. Und ohne ABS geht wirklich gar nicht. Also, ja. Ich fühle mich einfach sicher. Ja, ja, klar. Also, ich wollte auch unbedingt ABS haben, weil die gibt es ja auch ohne ABS. Meine ist ja von 2014. Und die gibt es auch ohne ABS, also das ist das einzige Modell, was auch ohne ABS gibt, aber ja, ich bin auch froh, dass die ABS hat. Genau. Aber sonst sieht die ja eigentlich noch super gepflegt aus, ne? Ja, da lege ich großen Wert drauf, dass die immer in Stand gehalten bleibt. Ich mache es überhaupt nicht, wenn ich da irgendwas verzögern muss oder so. Ja. Ich bin auch oft in der Werkstatt, also für jede Kleinigkeit fahre ich immer hin. Inspektionsintervallen werden immer eingehalten. Inspektion wird bei mir immer groß geschrieben und auch wenn ich mal einen Rasseln oder so gehört habe, sofort in die Werkstatt. Und sonst Veränderungen? Du hast einen anderen Auspuff? Genau, von Radical Racing. Ja. Hatte ich da einen dran? Kennzeichenhalter wurde halt noch gewechselt. Blinker noch gemacht. Boah, der ist aber ganz schön steil, oder? Das ist aber eigentlich so legal. Ach so, ja, ja, nee, nee, weil sonst stehen die am meisten immer so. Ach so, ja. Aber alles gut. Du hast noch Blinker gemacht, Griffe mit Griffheizung. Ja. Die ist aber leider kaputt. Da hat sich leider eine Spannungsspitze gebildet. Jetzt ach so. Die nicht mehr. Ja. Eine neue holen. Und Scheibe ist selbst gemacht worden. Ach so. Die hat sich dann schwarz gesprayt. Ja. Und mit chromroter Folie meinen Namen ausgeschnitten und dann draufgeklebt. Ach so, ja, nicht schlecht. Das sieht wirklich gut aus. Ja, sind hier diese Schrauben, die sind die original? Nachträglich gekauft. Ach so, ja. Vorher schwarz, nicht groß. Ja. Glaube ich dann lieber. Und halt hier diese Sturzpads, ne? Genau. Die sind halt auch noch. Nachträglich. Hä, fährst du die eigentlich im Winter auch? Oder? Ich fahre das ganze Jahr durch. Außer wenn es jetzt stark regnet, dann fahre ich mal mit dem Roller. Ja. Ach so, hast du auch einen Roller? Ja, ja, mein Bruder. Der macht aber noch Führerschein. Und ja. Solange er halt nicht fährt, fahre ich dann halt. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Hat jetzt 40.000 runter. 40.000? Ja, okay, ist ja schon was für ein 125er Motor. Ja. Und die läuft aber immer noch super. Ja, so muss das. Keine Probleme. Ja, Reifen sind da auch relativ neu, ne? Der Hinterreifen ja. Ja. Der Vorderreifen nicht so, den muss ich auch mal wechseln. Ich werde es ja sehen. Ja. Wie gesagt, ich fahre erstmal langsam los, erstmal ein bisschen an die Karre gewöhnen. Topspeed, was fährt sie? 135? Ja. Da muss ich aber klein machen, oder? Okay, aber dauert halt ein bisschen. Ich würde sagen, ich bin nicht drauf. Ach, darf man euch im Video sehen oder besser nicht? Ja, okay. Die filmt auch noch, ne? Kann das sein, dass die ein bisschen nach unten filmen, den Boden? Nee, eigentlich nicht. Also ein bisschen muss man da unten filmen, weil sonst sieht man nur vorne die Straße. Man muss ja den Lenker auch ein bisschen sehen. So, ja. Also ich kann die Karre einfach hier stehen lassen, so. Ja, klar. Na gut. Und keine Angst, ich fahre nicht weg. Ach du Kacke, Alter. Uiuiui. Warte, erstmal ein bisschen dran gewöhnen hier. Boah. Hä? Ist lost? Ah, ja, okay. Na gut, Leute, hier seht ihr erstmal Cockpit, Drehzahlmesser, Temperatur, alles Mögliche. Ja, dann werde ich mal losfahren. Boah, es ist ungewohnt, Alter. Junge. Ich fahre zum ersten Mal mein Leben als Sportler. Alter Schwede. Thank you.
Alter, macht doch Spaß, Leute, Junge. Meine Fresse, ist das geil. Hier kannst du doch gut 0 auf 100 machen, oder? Also das Tacho erinnert mich ein bisschen an die MT 125. Und dann geht's ja mal 0 auf 100. Und 100, easy. Oh, hier kommt man nicht weiter. Ey Leute, aber Real Talk, ne? Wenn ich jetzt ein bisschen kleiner wäre, weil ich bin ein bisschen zu groß für die Karre, also da merkt man auch so an den Handgelenken und so, aber das ist ja so geil. Junge, wie gesagt, diese Yamaha ist von 2015, ist eine YZFR 125, hat 15 PS. Topspeed meinte er so 135, aber ich denke mal, da muss man sich auch wirklich sehr stark bücken. Also ich hatte es noch nicht ausprobiert. Und ey, komm, ich fahr links rum. Ich hatte es noch nicht ausprobiert, weil ja wo auch. Und ich will das noch nicht auf die Autobahn irgendwie. Wie die alle gucken. Komm, wir warten aber kurz. Alter, das macht so einen Spaß. Oh mein Gott. Und Leute, wie gesagt, ich sag's immer wieder, falls ihr auch mal eure Bikes Probe fahren soll, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram eine DM schreiben. Ich versuche wirklich, so viele Bikes wie möglich Probe zu fahren. Weil macht mir selber auch unheimlich viel Spaß. Und ja, dann können wir einfach einen Termin ausmachen, wo ich hinkomme. Also jetzt haben wir zum Beispiel auf der Hälfte getroffen. Das für jeden ungefähr gleich weit war. Und ja, dann geht das ja auch. Ich will aber irgendwo nochmal ein gescheites 0 auf 100 machen, weil gerade da hatte ich nicht so viele Leute, ich wollte die auch nicht so belästigen. Und natürlich auch noch der gute alte Soundcheck. Das gibt es ja eigentlich so. Fernlicht, normales, Hupe, also die Standardsachen, ne? Und das Getriebe läuft auch echt noch super. Meine Fresse, ist die Komplettanlage laut. Aber dafür, dass die Karre schon über 40.000 runterläuft, die echt noch super. Das kannst du doch keinem erzählen, wie laut die ist. Nein, das geht gar nicht. Das glaubt dir kein Mensch, ey, wirklich nicht. Da ist meine MT-07 echt ein Witz gegen. Von der reinen Lautstärke. Boah, was die sich wohl denken, Alter. Ey, Junge, die gucken alle schon so doof nach dem Kennzeichen. Dann fahren wir jetzt einmal schön am Motorradtreff vorbei. Bin mal gespannt, wie viel da so los ist. Junge! Oh Mann, wie doof die geguckt haben. Jetzt einmal von 50 bis 100. Okay, die Formel geben nicht genug Gas. Schade. Soll ich mal in der Autofahrer überholen, zumindest versuchen, mit einer 125er. Hier ist 100, ne? Komm, schnell! Oh Mann, ich habe einen mit einer 125er überholt. Leute, habt ihr gerade den Tunnel gesehen? Ja, ich auch. Natürlich mit offenem Visier, damit ihr auch den vollen Sound genießen könnt. Och Mann, jetzt kommt noch welche mit dem Hund. Scheiße.
Scheiße, ne, da kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich muss eben kurz warten, bis der Hund weg ist. Ja, komm. Kannst du keinem erzählen. Jetzt ist schön am Halterner Stausee. Das kannst du keine Sau erzählen, ey. Digga, was ist hier los, Alter? Oh mein Gott. Aber echt schön hier. Habt ihr mich eigentlich jetzt schon lange vorher gehört? Ja. Junge. Wenn er seine Maschine an, auch bei ihm zu Hause, höre ich. Junge. Filmt ihr noch, ja, ne? Ja. Vor allem eben war ich da hinten am See und da waren so viele Leute, ne? Und da war auch ein Tunnel, Alter, Junge. Oh, können wir mal einen Soundcheck machen? Oder willst du den machen? Ach, wie du willst. Pff, keine Ahnung. Weil darf man die auch einmal kurz einen Begrenzer jagen? Ja, klar. Ja, okay. Ich kann ganz gut einen Begrenzer jagen. Ja, okay. Ich meine ja nur, weil manche regen sich da immer auf. Warte. Ja. Aua. Ja, gut. Nach Wildout hatte ich auch Kopfschmerzen. 4 Stunden. Mm. Dröhnt auch irgendwann im Kopf. Also ich muss schon sagen, der Sound ist geil, aber auf Dauer geht dann irgendwann, boah. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einfach ein Abo da. Und ja, schaut mal bei ihm auf Instagram vor, weil ich kann ihn verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.